Normalerweise, wenn wir an Notfallvorsorge denken, dann denken wir an solche Szenarien hier. Überflutung, Überschwemmung, Naturkatastrophen, Stromausfälle, die über längere Zeiträume gehen. Und diesmal ist es irgendwie anders. Denn im nächsten Jahr kann es passieren, dass es uns eiskalt erwischt. Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, die Geliebten. Mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medi-Urs. Heute geht es um Notfallvorsorge. Und meine Damen und Herren, es geht um eine Art von Notfallvorsorge, um die wir mal reden müssen. Ich glaube, das Thema hat nicht jeder so richtig auf der Kette. Nur so ein paar Persönlichkeiten. Meine Damen und Herren, das Thema, worum es heute geht, ist damit behaftet, dass ab nächstem Jahr und wahrscheinlich schon ab Januar sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr viel teurer werden. Und vielleicht auch teurer werden müssen. Ich bin ja nur effektiv geistiger Schauläufer, wenn wir das mal nüchtern betrachten. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ab Dezember, also pünktlich zur Weihnachtsverkaufsrallye, wird die Maut auf 34,8 Cent pro Kilometer für Sattelauflieger erhöht. Das betrifft vor allem Speditionen. Und Hintergrund dazu ist die Änderung im Emissionsschutzgesetz. Klingt erstmal nicht weiter schlimm, klingt erstmal relativ banal. Ab Januar fällt die Mautbefreiung für Erdgasfahrzeuge komplett weg. Bis jetzt waren Fahrzeuge mit Erdgas Maut befreit. Auch das sind zum großen Teil LKWs, gerade im Nahverkehr. Auch da wieder Spedition, Güterkraftverkehr. Ab Januar wird die CO2-Steuer auf 40 Euro pro Tonne erhöht. Damit steigt der Kraftstoffpreis so in der Regel und meistens an anderen Tagen für Normalbenzin und für Diesel gleichermaßen um etwa 10 bis 12 Cent Minimum. Also wir sind tagesaktuell, ich will mal kurz gucken und hier nicht irgendwelchen Scheiß rausplärren. Na, wir sind bei Hoya, sind wir bei Diesel im Moment bei 1,83. Das ist die im Dörfli und das ist einer der günstigsten Tankstellen hier bei mir im Beritt. Das ist erst der Gruß aus der Küche. Wir haben noch keine Weihnachtsferien, wo logischerweise die Preise angezogen werden, was natürlich nie was mit den Ferien zu tun hat. Nein. Nichtsdestonevertheless, auch das wird deutlich teurer werden. Ab 2024, ab Juni, und Quatsch, ab Juli 2024 werden im Güterverkehr Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen mautpflichtig. Also die ganzen kleinen Transporter, die irgendwas zuliefern. Größe DHL-Sprinter, Größe Amazon-Sprinter, irgendwas in der Art. Die werden mautpflichtig. Auch da wird es teurer. Dazu kommt nächstes Jahr so mit alles mit scharfer Soße und Zwiebeln eine Inflation von irgendwo zwischen 10 und 15%. Die wir irgendwie auch nie so im Leben so richtig aufgefangen kriegen. Und somit ist mit einer Preissteigerung bei allem, was uns so umgibt, zu erwarten, was irgendwie auf Rad, auf Schiene irgendwie transportiert wird. Und das Ding ist, dass die Preise sich vom Urerzeuger, also vom Landwirt über den Transporteur, das ist ein Rattenschwanz. Diese Lieferkette, es wird in jeder von uns zu teurer. Jetzt ratet mal, wer die Zeche dazu zahlen wird. Richtig, wir alle. Und dann macht es schon Sinn, um diese Kosten ein klitzekleines bisschen abzupuffern, dass man jetzt anfängt mit Notbevorratung. So, und da geht es nicht nur um Nudeln und Klopapier, wie der eine oder andere schon wieder laut rausrülpst. Das mit Klopapier, haben wir den Rektalservietten und Bunkern, dass es keine mehr gibt, das ist so sinnvoll wie ein Knopf am Kniegelenk. Was sinnvoll zu bevorraten ist,
sind Putzmittel. Weil die sind im Moment auf dem Kurs, auf dem Preis, sagen wir mal ehrlich, viel preiswerter im Moment wird es nicht mehr werden. Was es aber ab Januar auf jeden Fall wird, ist deutlich teurer. Alles. Wirklich alles. Gut zuhören. Putzmittel. Und zwar die für eure Hütte, die für euer Auto, die für euch. Hygieneartikel. Was auf jeden Fall sinnvoll ist und immer war und wahrscheinlich auch in den nächsten 300 Jahren immer sein wird, sind Konserven. Ja, jetzt weiß ich, der eine oder andere wird rumrühren. Nee, da gehen ja Vitamine. Nein, ist falsch. Konserven, gerade in der heutigen Zeit, haben wesentlich mehr Vitamine. Also das Obst und Gemüse in diesen Konserven hat wesentlich mehr Vitamine, als der eine oder andere tatsächlich laut zugeben will. Was wird noch teurer? Es werden Trockenwaren teurer. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ich wohne hier nun sehr, sehr ländlich und kriege es direkt jeden Tag mit. Wir haben in Deutschland nächstes Jahr ein Backweizenproblem. Und zwar haben wir das Problem, dass zumindest hier in Norddeutschland der Backweizen tatsächlich am Halm verfault ist. Somit wird es in Deutschland aus deutscher Produktion so gut wie keinen Backweizen geben. Damit werden also Mehl, derartige Produkte ab nächstem Jahr wirklich, wirklich, wirklich deutlich teurer. Das also jetzt kaufen. Und nicht einfach nur kaufen, denn das Problem beim Mehl ist, dass da immer noch Bestandteile von Dingen drin sind, die ihr nicht drin haben wollt. Und zwar kann es immer sein, dass auch da noch irgendwelche Wurmeier oder irgendwelche Eier, der ein oder andere wird es kennen, irgendwann krabbeln da Maden drin rum. Ne? Wenn es wirklich zu lange und zu gut gehalten wird. Wie kann man das hinkriegen? Wie kann man das trotzdem bevorraten? Tipp von mir. Was ich mache, ist, dass ich das vakuumiere, einschweiß und dann für mindestens 5 Tage bei minus 18 Grad in den Tiefkühler packe. Das, was nach 5 Tagen und minus 18 Grad in einem vakuumierten Beutel noch lebt. Leute, ganz ehrlich, das hat sich den Namen MacGyver wirklich hart erarbeitet und verdient. So, und dann packt ihr es zur Seite. Das macht ihr bitte mit Mehl, das macht ihr bitte mit Haferflocken. Ja, auch da können Dinge drin wohnen, die ihr eigentlich nicht drin wohnen haben wollt. Das merkt ihr meistens erst, wenn es zu spät ist. Das ist doof, das ist maximal dämlich. Na, auch auf jeden Fall vakuumieren. Wenn ihr es nicht unbedingt in den Tiefkühler, okay. Aber Mehl, Haferflocken und alles, was dazu gehört, vakuumieren und in Frost. Nicht in Frust, in Frost. Nicht verwechseln. Torfstecher, Torfstecher. Klingt ähnlich, ist nicht dasselbe. Okay. Was ich zum Beispiel auch noch machen werde, gerade weil auch das ab nächstem Jahr deutlich teurer wird, das sind Werkzeuge. Das sind Werkzeuge, das sind Verbrauchsmaterialien, gerade wenn du hier irgendwie, wie wir, den Hof tatsächlich renovierst oder ihr euer Haus renoviert oder ihr eure Wohnung renoviert oder irgendwas in der Art, dann macht es Sinn, bestimmte Materialien jetzt schon zu kaufen. Und tatsächlich auch ein paar mehr davon. Schrauben, Dübeln, Muttern, also gerade so bei, wenn ihr auch irgendwie Fahrzeuge habt und selber dran schraubt, Verbrauchsmaterialien, Dichtung, Schellen, Kabelbinder, Panzerband, WD-40, ihr wisst schon, technischer Kamillentee. All das kaufen, jetzt. Nein, nicht Witz. Das soll auch nicht irgendwie in Richtung Panik oder so. Die meisten von euch werden das wissen. Ne? Norddeutsche Panikattacke fängt an mit Oha. Und von der bin ich weit weg. Okay? Aber es gilt darum, gewisse Dinge nächstes Jahr ein wenig abpuffern zu können. Und jetzt mal ernsthaft, wer von uns allen möchte nicht irgendwie ein paar Euros tatsächlich im Portemonnaie bunkern können? Also, ich hätte schon gern ein paar Euro über. Nur ein paar. Kinders, das war also ein kleiner Ausflug. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Macht keinen Blödsinn da draußen. Wenn doch, lasst mich wenigstens über Social Media dran teilhaben. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dürft ihr diesen Kanal gerne liken und abonnieren. Und das Video teilen ist auch keine schwere Straftat. Mir war es ein Fest.
Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woohoo!